Das neueste WBWeb-Dossier beschäftigt sich mit den vielfältigen Facetten von Nachhaltigkeit in der Erwachsenen- und Weiterbildung. In der Einführung geht es allgemein um Bildung für nachhaltige Entwicklung, die UNESCO-Nachhaltigkeitsziele, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und beteiligte Netzwerke und Akteure, natürlich jeweils medial ansprechend aufbereitet. Für mehr Tiefe gliedert sich das Dossier in 3 Folgen, wobei die 3. Folge, Nachhaltig Lehren und Lernen, erst für Sommer 2020 geplant ist. In der 1. Folge dreht sich alles um Nachhaltigkeit als Thema in Veranstaltungen der Erwachsenen- und Weiterbildung. Hier werden Forschungsprojekte gleichermaßen vorgestellt wie Vorzeigeprojekte aus der Praxis, zum Beispiel das Projekt Klimafit, was kann ich tun? Oder das globale Netzwerk für Bildungsaktivisten Learn to Change. Unter dem Titel Dort lernen, wo es sichtbar wird, geht es um alternative Lernräume. Außerdem werden verschiedene Online-Lernangebote vorgestellt, in denen das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum steht. Besonderes Highlight der Folge ist der Abschnitt Gamification. Neben der Erklärung, warum Gamification gut als Motivator für Nachhaltigkeitsthemen funktioniert, gibt es konkrete Spielvorstellungen. Hier hat ein großer Teil der Abteilung Wissenstransfer sich mächtig ins Zeug gelegt und beim Testbetrieb geholfen. Die 2. Dossierfolge beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit in Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung. Hier gibt es Beiträge zum Whole Institution Approach, also Ansätze, wie Bildungseinrichtungen sich von der Lehre bis zur Verwaltung ganzheitlich nachhaltig aufstellen können. Es gibt Tool-Empfehlungen, wie Selbstständige oder Einrichtungen ihr eigenes Handeln reflektieren können und Beispiele aus der Praxis, was bereits getan wird. Am Ende wird die Frage diskutiert, ob nicht vielleicht die Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit führen könnte. Das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus den Inhalten, die auch laufend ausgebaut werden. Schauen Sie also mal hinein und wenn Sie eigene Ergänzungen haben, immer her damit!